Endlich ist es soweit, endlich gibt es ein nächstes Jurassic Park Let's Play Projekt. Das wird ein bisschen kleiner werden, hoffe ich zumindest. Ich habe mich ja bei Jurassic Park The Game so ein bisschen dumm angestellt zum Teil. Deswegen wurden aus den auf dem Spiel angegebenen, ich meine es waren 5 oder 6 Stunden, wurden einfach mal 8 oder 9. Waren es sogar 10? Nee, so schlecht war ich jetzt auch nicht. Diese Let's Play-Reihe hier auf jeden Fall beschäftigt sich jetzt mit einem für mich einem altbekannten Klassiker für den Game Boy Advance, nämlich Jurassic Park 3. Island Attack. Der ein oder andere von euch mag das Spiel vielleicht unter dem Namen Dino Attack kennen. Sind verschiedene Namen eben, weil das Spiel in verschiedenen Ländern andere Namen hatte, ist aber exakt dasselbe Game. In diesem Sinne, mal schauen, wie lange ich dafür brauchen werde. Lasst mir wie immer eure Gedanken zu dem Spiel in den Kommentaren unten zurück. Da können wir gerne mal drüber diskutieren. Hast du das Game schon mal gezockt oder ist das auch Neuland für dich? Was hältst du von alten Retro-Games? Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich darauf, mit dir zu diskutieren. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Kann man auch nicht meckern, macht doch irgendwie Vollbild. Nein, glaubt mir, bei einem Game Boy Advance Spiel wollt ihr kein Vollbild sehen. Wirklich nicht. Deswegen passt das, glaube ich, ganz gut vom Bildschirm her. Auch nochmal eben fürs Handy mit dazu. Das für Sega werde ich auf jeden Fall auch nochmal zocken. Das für Super Nintendo eher nicht so gerne. Das ist schon ziemlich kacke gewesen. Kannst du die Facecam noch ein bisschen, aber nicht viel verkleinern? Ich hoffe, das passt so von der Größe her. Das sehen wir aber gleich, wenn ich im Spiel drin bin. Weil logischerweise ist das eben nicht 16 zu 9, da habe ich nicht dran gedacht. Besoffener Dr. Grant im Jurassic Park nie im Kino, aber auf Netflix. Das Alan Grant Bier. 30% wären da auf jeden Fall drin, weil vor 30% wird Ellie nicht aktiv. Das sind ganz gewagte Aussagen, das Video kann ich gleich schon mal auf 18 claimen auf YouTube. Ich hätte mir Jurassic Park World in so einer Art Open World gewünscht. Ey, das bin ich auch voll der Meinung dafür. Es gibt ja diese Spiele, Jurassic Dream oder wie die alle heißen, von Fans gemacht, wo du den kompletten Park begehen kannst. Und in diesen Spielen siehst du das Potenzial, wie so ein richtiges Open-World Jurassic Park oder eben World aussehen kann. Da hast du halt keine Action, kein gar nichts. Du kannst einfach nur den Park begutachten, in dem eben die Saurier rumlaufen. Beziehungsweise im Jurassic Park hat man noch keine Saurier eingebaut, aber in Jurassic World später. So, was ihr jetzt hier übrigens seht, ihr merkt schon, ist im Film später anders abgelaufen. Hier gibt es die Theorie, dass das Szenario aus einem frühen Urskript von Jurassic Park 3 entsteht, dass eben die Pteranodon für den Absturz verantwortlich waren. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass alles auf ein Urskript zurückzuweisen ist. So. Ja, in diesem Text da unten erfahren wir jetzt im Endeffekt einfach nur, wie das Spiel funktioniert. Das ist an sich recht simpel gehalten, aber trotz allem sehr genial. Und auch gerade eben von der Atmosphäre finde ich es halt schon geil. Hast du einen Discord-Server? Ja. Ich kann den, warte mal. Habe ich den noch in meiner Kopierdings drin? Ja, hier. Da kommst du in den Discord-Server rein. In Jurassic World 3 ist die Szene... Oh ja, vielleicht gab es da echt mal so eine Uridee. Jurassic World greift ja ganz gerne mal Sachen auf, die nicht wirklich verfilmt wurden. Ey, wer weiß. Ich weiß auf jeden Fall nicht. So viel kann ich schon mal verraten. So. Der Hund schnarcht. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht. Seit wann schnarchst du denn? Das ist neu. So. Fangen wir jetzt also mal an. Wir sind Dr. Alan Grant. Und auf der Isla Sorna. Soweit kennt man das Ganze ja eben noch. Wir haben da oben das Telefon, was man nie benutzen sollte. Wir können es noch nicht wechseln. Da haben wir später auch noch Waffen drauf. Weil das Telefon erzählt dir immer extrem viele unnütze Informationen. Viel zu spät. So. Punkt 1, warum ich dieses Spiel für das für mich beste Jurassic Park Spiel von der Atmosphäre erhalte. Die Dinos sind eine Riesengefahr. Wir haben jetzt hier einen Velociraptor, der schläft. Dem kann man relativ leicht entkommen, wollte ich jetzt gerade sagen.
Allerdings haben wir jetzt hier auch gerade keine Aufgabe erledigen müssen. Wir werden jetzt gerade erstmal in das Spiel so ein bisschen eingeführt. Und später rennen die mir auch so hinterher, während ich bestimmte Dinge machen muss. Und das kann schon echt knifflig werden. Jetzt lernen wir hier erstmal ganz kurz so kennen, dass Saurier eine Riesengefahr sind. Der Spinosaurus hat keine Augen, bla bla bla. So. Und das Rennen ist eben ganz wichtig. Oh Gott, das war gerade sehr knapp. Hab gerade Jurassic World Alive gespielt. Ja, sehr cool, sehr cool. Werde ich morgen auch noch machen. Wir fahren nämlich morgen 5 Stunden in den Urlaub. Da werde ich auch ab und zu mal Jurassic World Alive anschmeißen müssen. Natürlich, wenn ich nicht am Steuer sitze gerade. Der Hund fährt. So. Ja, ist eben ein bisschen Tutorial jetzt am Anfang. Wie gesagt, das Ganze ist nicht allzu kompliziert. Das Spiel macht das komplizierter, als eigentlich wirklich ist. Wir haben jetzt hier auch so ein paar Kisten. Diese Kisten hier können wir nicht kaputt machen, wir können aber diese Kisten hier kaputt machen. Mit diesem Ding da eben drauf. So. Und jetzt merkt ihr halt schon, man braucht eine bestimmte Zeit, um Sachen zu aktivieren oder eben um kaputt zu machen. Dran denken, wenn später die Velociraptoren wieder auftauchen und einen jagen. Dann musst du halt gucken, wie du es am besten mit der Zeit managst. Und da musst du dir auch Strategien überlegen. Es wird noch ein bisschen knifflig. Also es ist schon für ein Gameboy-Spiel war das damals schon echt krass. Auch von der Grafik her, ne? Der Schatten, der da unten gerade am rumblinken ist, weil die Gameboy Advance-Grafikkarte das nicht gebacken bekommt, war damals für Gameboy war das schon ziemlich geil. So, hier haben wir jetzt das Flugzeug. Wir haben auf der anderen Seite sind wir gestartet. Das heißt, wir müssen jetzt hier in die Richtung. So, da haben wir jetzt wieder einen Velociraptor, den gucke ich mal, ob ich den irgendwie umgehen kann. Natürlich nicht. Okay, sehr gut. Uiuiui. So. Diese Kisten kann man verschieben, meine ich, genau. So, und ich müsste jetzt auch schon demnächst meine erste Waffe bekommen. Das noch nicht. Okay. Jetzt auch hier sowas, wenn der Spinosaurus dich gerade verfolgt und du musst jetzt so eine Tür öffnen, als grobes Beispiel. Und jetzt geht die auch noch direkt auf. Normalerweise dauert das immer ein bisschen. Da kann das schon wirklich knifflig werden. Okay, was haben wir jetzt hier? Wir haben wieder eine Kiste. Einen wunderschönen guten Tag. Dino Crisis Stream kommt. Aber erst zu Halloween rum, also im Oktober hin, weil ich halt schon überlegt habe, okay, was machst du an Halloween für einen Content? Der wird auf meinem Zweitkanal wesentlich mehr laufen, wo ich ja Resident Evil und generell Zombie-Genre behandle, wo jetzt aktuell nicht so viel läuft. Das wird dann eben mehr an Halloween bedient werden. Und der ganze Unknown Kaijuverse Kanal und eben auch Twitch-Stream wird dann auch durch Dino Crisis ergänzt werden, weil das passt eigentlich ganz gut dazu. Ich muss sagen, bin leicht von dem ganzen World-Finale-Kampf enttäuscht, auf jeden Fall. Das war auch nichts gewesen. So, jetzt lernen wir ja auch, dass die Dinosaurier abzuschießen, das tötet die Dinosaurier nicht. Das heißt, wir können sie höchstens betäuben, wenn wir sie in die Luft jagen mit Kisten, die eben daneben stehen. Das heißt, durch unsere Schüsse können wir denen aber gar nichts anhaben. Auch hier wieder, Saurier sind eben eine Gefahr. Und das finde ich immer gut in einem Jurassic Park Spiel. Oh Gott, jetzt kommen wir schon zum allerersten Ding. Ein Velociraptor, genau. Wir müssen jetzt den Raptor an die Kiste ranlocken. Und dann auf die Kiste schießen. Aber ich meine, dass die sau schnell waren und ich sollte nicht so nah an der Kiste selber dran sein. Okay, okay, okay. Easy. So. Der arme Giga, ja, aber der hat mir auch viel zu wenig in Szene gesetzt. Der Giga ist der einzige große Dino, mit dem man den Film beworben hat, der keinen menschlichen Kill hatte. Der hat einen Grashüpfer gefressen. Und den T-Rex am Anfang gekillt, ja. Was wir im Kino aber auch nicht gesehen haben. So, kriege ich den jetzt irgendwie da rein? Da ist auch nochmal eine Kiste. Okay, Test. Okay, das war nix. Oh, das ist zu nah dran. Ah ja, okay. Das sind eben Kleinigkeiten. Die passieren sogar den Besten. Oh, da kommt schon der Nächste angerannt.
Die sind aber auch halt echt schnell, diese Scheißviecher. Komm schon, komm schon. Grant, du schießt wie ein Star Wars Trooper, ey. Ich weiß aber auch nicht, ab wann ich das Ding einfach treffe. Rot ist der Raptor und das Ding ist irgendwie blau oder was? Hab ich das gerade richtig gesehen? Ne, er schießt einfach immer daneben. Okay, wisst ihr was? Ich würde einfach mal sagen, wir lassen das gerade mal sein und flüchten. Okay. Da kommt er anscheinend nicht drüber. Ja, blau ist einfach treffen. Okay, verstehe. Dann war das einfach schwach von meiner Seite aus. Das war der Prolog-Giga, nicht Biosyn-Giga. Das ist jetzt ja aber wurscht. Also Giga meine ich einfach das Tier an sich. Ob es jetzt verschiedene waren oder nicht, ist ja Bums. Aber der hat einfach niemanden gekillt. Oh, okay, die kriege ich jetzt nicht auf. Die kriege ich jetzt nicht auf. Da müsste ich jetzt erst diesen Raptor irgendwie ausschalten. Aber Grant schießt halt echt wie eine Lusche, ey. Und der kommt immer näher. Der kommt... Nein, der muss näher an die Kiste ran. Jetzt habe ich ihn. Ja, okay. Es ist also nicht so leicht, wie man sich am Anfang denkt. Magst du den Dominus Rex? Den Dominus Rex finde ich eigentlich ganz cool. Vom Design her, ich mochte auch, dass sie diese Fähigkeit, sich zu tarnen, nicht übertrieben haben. Die haben sie einmal kurz eingesetzt und auch ganz cool in Szene gesetzt. Ja, sie hätten ihn vielleicht noch nicht sterben lassen sollen, ich weiß es nicht. So, das, ja. Ich fand aber den Indoraptor irgendwie cooler vom Design her. So dieses schwarz-goldene, das hat mir echt gut gefallen. Okay, ich glaube, die beiden muss ich jetzt aber parallel platt machen. Oh je. Egal. Ich habe ja noch ein Energiepäckchen. Noch zwei sogar, ja bitte, ey. Kann ich hier auch mal so einen Kamikaze-Angriff machen. Sehr schön. Was, ich fand es schade, dass der Giga nur wenig Screentime hatte. Ja, fand ich auch nicht so gut. Ich meine, sie hatten ihn aber auch einfach viel zu viel in den Himmel gehypt. Hätten sie das eben nicht gemacht, wäre das auch nicht so dramatisch gewesen. Wie auch bei Biosyn. Biosyn wurde in den Himmel gehypt, oder zumindest die Gefahr, die Biosyn darstellt. Und am Ende war es dann auch so, die Gefahr wurde uns zu groß verkauft, dafür, dass sie nur so kurz da war. Finde ich. Und ich mochte Louis Dutchton als Figur. Ich fand ihn gar nicht so verkehrt. So, was machen wir jetzt? Zwei Türen. Komplett verrostet. Okay, jetzt müssen wir hier dran rütteln. Ah ja, die geht auf durchs Rütteln, das meine ich hier. Das bekommst du wahrscheinlich nicht hin, wenn die Raptoren hinter dir her sind. Als Beispiel. Wie fandest du den Scorpius Rex? Den fand ich vom Design her schrecklich, das sollte ja auch so sein. Aber ich mochte die Geschichte von dem, weil der so ein bisschen dramatisch dargestellt wurde irgendwie. Weil er war ja eigentlich das erste Versuchskaninchen für den Indominus gewesen. Ja. Der war quasi der Misserfolg, der weggeschmissen wurde. Ist schon assi. Oh, wir kommen schon zum ersten Endboss. Der Rex ist hier genauso schön grün wie im dritten Film. Er gibt mir einfach eine Kopfnuss. Der gibt mir eine Kopfnuss. Was geht denn hier ab, ey? Okay, ihn zu verwunden funktioniert nicht. Du musst okay auf die Kisten schießen. Wo ist meine Knarre? Wo ist denn da ist die Knarre? Dem sein Schädel ist im Weg. Oh je. Oh je. Ihr könnt euch schon mal darauf vorbereiten, wenn ich Dino Crisis zock, das wird nicht besser. Also ich werde nicht besser, so mit der Zeit. Okay. Ja, ist eigentlich ganz easy. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich finde mich gerade doch schon ziemlich gut. Ja, schnapp ruhig nach mir. Du kommst aber nicht durch, weil du zu fett bist. Treffe ich ihn überhaupt, ist jetzt die Frage. Naja, blinkt zumindest. Blinken heißt immer, dass irgendwas Positives passiert für mich, glaube ich. Ich meine, dass der sogar öfter vorkommt, der T-Rex. Nur in verschiedenen Stadien. Es wird immer schwieriger. Die Räume werden kleiner. Ich glaube, das ist so ein Endboss, der öfter vorkommt. Und der Spinosaurus kommt nur noch ein einziges Mal vor, ganz zum Ende. Meine ich irgendwie. Keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Kannst du mal Ark zocken? Habe ich noch nie gezockt. Ich meine aber auch, Ark wäre so ein Survival-Game, oder?
Da müsste jemand von euch mit mir mitzocken. Da würde ich Discord-Server, Community-Hilfe brauchen, weil ich kann sowas nicht. Ich bin zu blöd, um das zu zocken. Wenn du für eine Waffe ein Holz und zwei Steine brauchst und dann für einen Stein aber noch 7 Mineralien und 8 Gräser oder sowas, dann ist mir das immer zu viel. Aber Ark soll sehr geil sein, sagen die meisten. Wir safen das Ganze mal, da wir das schöne Game ja durchzocken wollen. Und wenn ich nicht los müsste in einer halben Stunde, würde ich das sogar wahrscheinlich heute noch durchbekommen, ohne, wie bei Jurassic Park The Game, noch 7 weitere Parts dafür zu brauchen. Ark ist echt nice, ey, sagen ja echt sau viele. Auch von den Sauriern her soll es ziemlich cool sein. Ark is the best. Ja, ich muss es vielleicht doch mal zocken, ey. Ich kann dir helfen, würde mich sehr freuen. Ui, wieso? Aber wieso? Hä, wieso? Wieso denn? Ich habe mich überhaupt nicht bewegt. Hä? Und da muss ich mal ganz kurz fragen, wieso? Komm jetzt her. Stell dich deinem Schicksal und dieser Kiste hier, die für dich da ist. Da ist übrigens ein Motorrad. Auch sehr lustig. Wisst ihr, dass es eigentlich in Jurassic Park 3 eine Szene geben sollte, in der Dr. Alan Grant auf einem Motorrad wegfährt vor den Velociraptoren? Wusstet ihr nicht? Ha. Jetzt wisst ihr es. So, was machen wir jetzt? Tür oder was oder wie? Okay, hab mich entschieden für die Tür. Jetzt fängt sie an, auch schon komplexer zu werden. Jetzt... Oh, fuck, sind das viele. Warum sind da so viele? Okay, den haben wir schon mal. Ich weiß auch nicht, ob die wieder aufstehen, wenn ich noch im selben Raum bin. Oh, Mann. Oder ob die, oder ob die erst aufstehen, wenn ich den Raum verlasse. Aber ich stehe auf jeden Fall wieder auf. Ey, du musst da näher dran, du Arsch mit Ohren. Ey, es ist gerade wirklich, wirklich zum Mäusemelken hier. Wo kommt der Dilophosaurus her? Was geht denn jetzt hier gerade eigentlich für ein Film, ey? Der kotzt da einfach mal hin. Auf jetzt, schnell. Sehr geile Sache. So. Erstmal kurz zur Orientierung. Hier könnte auch ein T-Rex durchkommen, glaube ich. Ich glaube, wir gehen erstmal hier durch. Ich check erstmal ganz kurz die Lage. Wo kann ich überall rein? Ich hasse es, wenn ich überall rein kann. Das sieht mir aber aus, als müsste ich an diese Kiste da hinten ran. Das heißt, einmal den hier und dann an die Kiste ran. Ja, das war doch easy. Ark 2 wird bestimmt geil. Zum Streamen meinst du? Wäre halt dann wirklich ohne Vorkenntnisse, ohne zu wissen, was ich machen muss, komplett blind. Ähnlich wie auch Dino Crisis dann wird. Weil da habe ich auch, geil, da sind viel zu viele Türen. Fand deine Jurassic Park The Game Let's Plays gut? Das freut mich doch. Das war ja aber auch mehr Film, oder? War das nicht mehr ein... Ja, doch, war ein Spiel, okay. Den Dilophosaurus mag ich eigentlich, ja. Ich finde es schade, dass sie im Film nie den Großen gezeigt haben, weil die wurden ja größer als nur so. Aber ich mag den eigentlich. Der hat eine ziemlich coole Szene mit Dennis Nedry. Ich mochte den in Jurassic World Dominion nicht so, weil da die animatronische Figur, die sah irgendwie seltsam aus. Und er konnte einfach erwürgt werden von Chris Pratt. Das fand ich jetzt auch nicht so knorke. Okay, jetzt müssen wir diesen Arsch aber trotzdem irgendwie da wegkriegen, ne? Alles klar. Er muss noch näher ran. Und zack. Ich habe nicht getroffen. Gut. Der Schlüssel war hierfür. Aber hier ist niemand drin. Da ist nichts drin. Ah ja. Ah, erzähl mir doch keine Scheiße, der kam aus dem Schrank raus. Als ob der aus dem Schrank rauskommt. Na gut. Ich bin so ein Meisterschütze, das ist so unfassbar. Oh, ja, okay, hier gibt's auch Kompis, die habe ich ja ganz vergessen, dass es sowas hier noch gibt. Oha, okay. Was mache ich mit denen? Kann ich die irgendwie...
Moin, moin, Servus, hallo. Das wäre super und hallo. Servus, hi. Alan. Ja, wir können auf jeden Fall auch mal Ark zocken hier und Dino Crisis dann, wie gesagt, Richtung Herbst dann eher. Wir zocken jetzt aber erstmal in Ruhe diese beiden Klassiker hier durch oder die beiden Game Boy Advance Klassiker. Ey, der hängt an meinem Rücken. Ne, der ist tot. Okay, dann kann ich erstmal wieder jetzt hier in Ruhe gucken, was wir jetzt hier machen müssen. Computer und Monitore, they don't work because, okay, wir haben also keinen Strom. Dann würde ich vorschlagen, ändern wir das doch gerade mal. Strom, Strom, Strom. Hier war ich noch nicht. Obwohl so ein Aufzug ohne Strom auch nicht funktionieren würde, ne? Ein Elevator, it doesn't work because there is no electricity. Yep, okay. Also müssen wir nochmal zurück. Ich habe hier eine Karte gefunden. War ich hier schon drin? Ich meine, da war ich auch schon drin, ne? Da war der Raptor. Ja, den habe ich erledigt. Okay. Da müssen wir auf jeden Fall nichts machen. Hier ist da der... ja, da ist noch ein Raptor. Hier konnte ich nicht rein. Warte mal. Ich habe die Vermutung, dass ich den Strom außerhalb des Gebäudes anmachen muss und nicht im Gebäude drin. Ich check das hier gerade mal ab. Ja, nicht ungeduldig werden. Ja, ich muss außerhalb vom Gebäude nach dem Strom suchen. Ach komm, er springt dem Raptor voll auf die Birne. Alan der Elektriker, ja. Ja, doch, das ist eigentlich ganz wichtig. Elektriker zu sein auf so einer abgeschotteten Insel ist gar nicht verkehrt. Wir müssen den Strom finden. Da ist ein Dilophosaurus. Okay. Ja, es war saudumm. Aber die machen in der Regel auch nichts, außer sich langsam zu nähern und irgendwann anzufangen zu kotzen. Oh, ich muss hier weg. Nee, das trifft die eh nicht. Okay. Strom. Könnte es hier irgendwo Strom geben? Da war die Karte aber scheinbar für... Ah, ja. Okay. Dutchen, we have Dutchen hier, ja. Dennis Nedry, ey. Ich komme gleich wieder, du verpasst auch nichts. Nein, wenn, dann wird das Ganze jetzt eh nachträglich hochgeladen auf YouTube. Also du kannst dir das alles immer angucken. Das geht ja alles nicht verloren. Außer meine Nerven, die gehen irgendwann extrem verloren. Aber noch geht's tatsächlich. Ich meine, gut, wie alt war ich, wo ich das Game gezockt habe? 11? Was ist eigentlich mit diesem Motorrad? Das ist nämlich so auffällig heller als der ganze andere Rest. Okay, es wird sich nur bewegen mit einem Schlüssel. Das heißt, diese ganze Aufgabe hier läuft darauf hinaus, dass ich einen Schlüssel brauche. Ist das richtig? Okay, Elektro ist auf jeden Fall an. Wir gehen jetzt erstmal zu den Computern zurück. Die werden dann sehr wahrscheinlich den Aufzug... Oh, die leben ja schon wieder! Das kann doch nicht wahr sein. Was mache ich denn gegen diese Viecher? Oha. Ich kann gerade nichts. Ich muss rumhüpfen. Das ist die Verteidigung, okay. Kann ich die nicht irgendwie abknallen? Scheint so, als ginge das nicht, ne? Egal, wir gehen einfach mal an den Computer dran. The image on the most monitor is the same as what's in the room screen. Das heißt, wir sehen auf den Monitoren das. Das ist nicht sehr viel. Okay, jetzt sind die wenigstens weg. Dann gehen wir jetzt mal in den Aufzug. Ups. Ja, das geht jetzt sehr gut. was müssen meine Augen hier sehen? Du musst das Bild einfach verkleinern. Das Bild einfach immer ganz klein machen. Am besten auf dem Handy nochmal so ein bisschen kleiner machen. Dann geht das super gut. Und du gewöhnst dich dann daran. Knall dir ein paar Aspirin in die Birne, dann hast du auch keine Kopfschmerzen. Das geht super gut.
Aber kann jemand nachvollziehen, warum ich dieses Spiel so geil finde von der Atmosphäre her? Jetzt ohne sarkastisch zu sein. Dino Crisis ist geplant, jawohl. Vielleicht fange ich auch schon ein bisschen früher an, je nachdem, aber auf jeden Fall wäre es jetzt für den Herbst geplant. Das heißt, Oktober rum. Ende September, Anfang Oktober rum werde ich Dino Crisis zocken. Mit meinem Talent. Was Videospiele angeht. Das kann was werden. Ich denke, der hat eine Bombe im Rücken. Bei dem Gepiepe. Ich höre das Gepiepe gerade gar nicht, ne? Ich habe den Ton ja nicht an. Okay, hier haben wir Wasser, da ist ein Stromkabel drin. Was sollte man machen? Genau, man guckt erstmal, ob da Strom im Wasser ist. Gott sei Dank nicht. Gut. Was zum Teufel? Okay, kurz die Lage abchecken. Also die müssen anscheinend da weg. Wie gehen die denn da weg? Okay, der geht da weg. Ei! Was ist denn da jetzt gerade passiert? Was ist da jetzt gerade passiert? Ah, ich hab's gecheckt. Ich muss die Dilophosaurier ins Wasser locken und muss dann den Stromschalter abknallen, damit diese kleinen Arschlöcher da reinlaufen. Ist das denn das Rätsels Lösung? Komm. Ja, einer kommt mit. Sehr schön, brav. Auf, Fifi, komm. Okay. Ist das jetzt alles richtig? Er steht ja wieder auf. Warum steht er wieder auf? Nochmal. Zack. Nochmal. Ist das überhaupt richtig, was ich hier mache? Okay. Drei Schüsse, also pro Dilophosaurus. Oh Gott, dauert das jetzt ewig, ey. Auf, komm mit. Ah, daneben geschossen. Das macht aber nichts. Wir haben mehr Zeit. So, einmal. Zweimal. Und dreimal. Der wäre auch weg. Tobi ist passiert. Ach, Tod ist passiert. Sorry, ey. Lesen und zocken. Das Multitasking lässt wieder extrem nach. Ja, ich finde die Atmosphäre vom Spiel schon geil. Ich hoffe, du meinst es auch ernst, weil ich meine das wirklich ernst. Ich finde das richtig. Ich finde, du spürst hier auch einfach, dass diese Insel einfach alt und verwildert ist. Okay, der rennt einfach mal komplett an mir vorbei. Auf, komm schon. Ich stehe jetzt auch im Wasser, das ist doof. Aber egal. Was macht man nicht alles, um den Dilophosaurus in den Arsch zu treten? Ja gut, aber Dino Crisis ist ja noch für eine richtige Konsole gewesen wenigstens. Das Spiel ist ja für den Game Boy Advance. Ursprünglich. Mag von der Grafik her ähnlich aussehen, gebe ich zu. Aber... Komm jetzt her, du Pfeife. Ja, hab ich ihn, okay. Auch mit dem Spiegelbild übrigens. Seht ihr, dass sich die Decke des Raumes spiegelt sich in der Pfütze? Das war wirklich für Game Boy Advance war das extrem krass. Der schlechteste Jurassic Park Teil wäre dann wahrscheinlich doch irgendwie Teil 3, ne? Aber ich mag die halt alle. Es ist wie wenn du bei mir sagst, der schlechteste Herr der Ringe Teil. Ich finde die halt alle eigentlich geil. Da würde ich bei Herr der Ringe sagen Teil 1. Und das ist sogar schon trotzdem ein guter Teil. So, auf geht's, ab geht's. Ui! Ich kann da nicht hin, weil das Grüne ist... Dilophosaurus-Schleim. Okay, gucken wir gleich, was ich damit mache. Das ist jetzt ja echt Videospiellogik. Aber Tobi, du spielst doch ein Videospiel. Du kannst nicht immer mit Realität ankommen bei Jurassic Park. Aber da jetzt schon, ich bitte euch. Wann willst du Ark anfangen? Keine Ahnung, ey. Ich muss aufhören, Sachen anzukündigen. Das nimmt Ausmaße an. Wie die Buchbesprechung, die ich jetzt hier über Twitch abhandeln muss. Ich habe jetzt einen Schlüssel bekommen und wofür? Ah, fürs Motorrad, danke. Ab geht die Post, okay. So, Stage 2 ist schon geklärt. Ich meine, es gibt hier 10 oder 12 Level. Also, wir können ja ganz gut vorankommen eigentlich.